Mein Name ist Robert Franz und heute geht es um meine Osterüberraschung. Schon wieder 1000 Artikel über Robert Franz. Robert Franz wird langsam zum Alltag, weil Robert Franz im Leben der Leute Alltag ist, beginnen diese Leute ihr Leben allein zu meistern. Ohne Arzt, ohne medizinische Hilfe. Warum? Weil sie in Einklang mit der Natur leben. Neuester Artikel aus der Krone-Zeitung, umstrittene Methoden, steirische Ärztekammer klagt Gesundheitsguru. Auf der ganzen Welt schworen Menschen auf die Nahrungsergänzungsbild des Mechanikens und selbst ernannten Gesundheitsguru Robert Franz. Ein wahrer Boom hat sich durch die Nahrungsmittel in der Weststeiermark angesiedelt. Klar, irgend hat es jemand geschafft, den Menschen klarzumachen, dass Chemie nicht eigentlich die Lösung ist für unser Leben, sondern Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn man auch Vertrauen hat in so einen Menschen, dann kann man selber viele Sachen erledigen. Durch die Fassade des Kfz-Mechanikers ist von einem halben Jahr ins Wanken geraten. Damals warnte die Gesundheitsbehörde vor den Produkten. Es war ein folgendes Mal Zink, und zwar 50 Milligramm. Da wurde durch Kakao gezogen von ORF, von Ö3 und überall. Robert Franz ist ein böser Mensch. Und nach einem Monat kommt ein Schreiben, ja, man darf sogar 60 Milligramm Zink. Hat sich keiner von euch entschuldigt, Jungs. Ist halt richtig toll drauf. Aber dann kommt die nächste Anzeige wegen Betrugsverdacht. Robert Franz ist mit neuen Problemen konfrontiert. Robert Franz meistert jede Probleme, mit welcher er konfrontiert ist. Ich brauche keine Hilfe von niemandem. Ich komme schon zurecht und ich stehe auch zu, was ich mache. So erstattete die BH Bregenz Anzeige wegen Betrugs. Ich weiß nicht, wer wen betrogen hat, aber wahrscheinlich sitzen die schön auf der Leitung. Waren 2 Jahre auf der Leitung gestanden, weil Problem Zink und B50 war vor 1,5 oder 2 Jahren. Ob die Anzeige damit in Verbindung steht, ist ungewiss seitens der Behörde, wo sie dazu keine Information. Ich weiß nicht, wie gewiss oder ungewiss da alles ist, aber seit 1,5 Jahren finden die gar nichts. Da werden alle Ärzte angeschrieben von überall und gefragt, ob sie negative Meldungen haben. Robert Franz, da findet keiner was. Dann werde ich auf meinen Vorträgen spioniert, obwohl ich Menschen sage, was ich machen würde. Und das will ich weitermachen, solange Funkleben noch in mein Herz steckt. Außerdem ist die Ärztekammer Steiermark, schießt nun scharf und klagt den Guru auf Unterlassung. Wer will was unterlassen? Ich habe euch herausgefordert, jeden Mediziner könnt auch jetzt noch kommen. Ich bin bereit, mich vorzustellen in ORF, in ARD, in ZDF, wo ihr wollt. Wir können öffentlich vor Menschen reden und ihr bringt eure Argumente, ich bringe meine. Und da steht der Vorwurf, Fratz würde Menschen von Herzschrittmacher abraten. Ich habe noch keiner von Herzschrittmacher abgeraten. Meistens ist er schon drin, zu spät, wenn es auf Robert Franz trifft. Da habe ich gesagt, lass ihn drin, Junge. Nimmt die Nahrungsergänzungsmittel, die das Herz stärken. Ich würde auf jeden Fall QC nehmen, ich würde Carnitin nehmen, würde Carnosin nehmen und würde Strophanthus nehmen. Und was passiert? Ich muss eure Probleme lösen. Da kommen Menschen geschickt von Uni Graz mit 8% Herzleistung nach Hause und dann heißt es, okay, man kann nichts mehr machen. Was macht euer Herzschrittmacher? Was macht Robert Franz? Der Mann nimmt die Sachen und nach 3 Monaten kommt Herzleistung von 8% auf 33%. Das musst du erstmal vormachen und zwar ohne Strom. Was soll Strom machen? Ein krankes Gewebe traktieren mit Stromschlägen? Sie wird niemals gesund. Da wird das Herz bis zum letzten Herzschlag mit Strom traktiert. Und etwas stirbt der Mensch, ohne die Chance gehabt haben, dieses Herz mit Nährstoffen zu besorgen. Weiter, das sagt Herwig Lindner, wenn Menschen davon abgehalten werden, lebenswichtige Therapien in Anspruch zu nehmen, ist Gefahr im Verzug. Die Gefahr kommt von euch, Jungs, nicht von Robert Franz. Mit Nahrungsergänzungsmitteln ist doch keiner gestorben. Aber wenn ich so gut sein, stellt euch doch, komm, stellt euch offenes Gespräch. Versteckt euch nicht hinter Paragraphen, versteckt euch nicht hinter Systemen. Ich bin allein, gegen euch alle. Und? Wo ist der Typ, der entgegensetzt? Aber ist halt so, große Klappe und nichts dahinter. Ich bin jederzeit bereit, jeder Arzt, jeder Professor mich zu stellen. Öffentlich. Traut euch nicht. Warum? Weil alles, was ich sage, stimmt wie die Faust aufs Auge. Deshalb probiert ihr mit allerlei für Sachen, mit allerlei für Verleumdungen, mich still zu machen. Werdet ihr auch niemals schaffen. Und jetzt zeige ich euch das Geheimnis, warum Robert Franz so stark ist. Viele sagen, ist Robert Franz ein Unmensch, der ist ja richtig, ist ein Tier, warum hat er das? Ja, ich zeige euch warum. Ich hätte es nicht gemacht, aber er fordert mich heraus. Wisst ihr, was ich habe? Nicht 2, sondern 7 Eier. Habt ihr gesehen? Um das mitzumachen, brauchst du Eier, Junge. Und zwar 7 Messingeier. Und da gibt es den tollen Spruch, tolle Bauernregel zu Ostern. Es wird halt länger dauern mit der Farm, aber sind die Eier oxidiert, ist die Farm liquidiert. So, das viele Grüße, Jungs, und macht weiter Werbung für Robert Franz, wo ihr wollt, auf ORF, Zeitschrift, alles, alles, was ihr Werbung negativ macht, bemerkt die Leute, wer ihr seid, was ihr macht, und dann vielleicht schlagen sie ihren natürlichen Weg, den Weg von Robert Franz. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.